Ja, mein Name ist Sascha Grammel. Das ist ja auch ein Name, den man sich merken sollte. Wer weiß, nee. Wer weiß, ob man ihn jemals wieder hört. Ja, vielleicht habt ihr es schon. Kannst du mal die Mütze abnehmen? Hätt's nicht, nicht. Das geht nicht? Nein! Ich hatte einen Unfall. Beim Fahrradfahren? Nee, beim Friseur. So. Wieso, was hat er gemacht? Der hat mir so ein Zeug in die Haare geschmiert. Warum? Gegen Schuppen. Sind die Schuppen weg? Nee, die neuesten Haare auch. kann man ja tragen, als Frage. Ja, vielleicht habt ihr es ja auch schon gemerkt. Alles klar? Juckt ein bisschen. Ja. Mach weiter. Ja. Dieser Vogel... Entschuldigung. Ja. Dieser Vogel kann doch tatsächlich sprechen. Ja, ich kann sprechen. Kannst du fliegen? Nein, ich kann nicht fliegen. Warum bekommst du dann die ganze Gage? Und ich krieg nur 5 Euro. Weil ich die Texte schreibe. Oder die Texte sind scheiße. Das stand nicht im Text. Kam aber gut an. Ja. Warum grinst du denn so? Was? Also erstens, der Herr grinst nicht, ja, sondern er lacht. Ja. Ja, und außerdem heißt es für dich immer noch sie. Sie grinst. Er grinst. Er grinst also doch. Er lacht. Er grinst. Er lacht. Er grinst. Zum letzten Mal, der Herr lacht. Noch. Weißt du, anstatt die Zuschauer zu ärgern, ja? Ja, könntest du dich vielleicht erst mal vorstellen. Vorstellen? Ja. Ich? Ja. Jetzt fang nicht an zu stänkern. Würdest du dich jetzt vorstellen? Wie heißt das Zauberwort? Bitte, würdest du dich jetzt bitte vorstellen? Vielleicht noch ein bisschen freundlicher? Freundlich, freundlich, freundlich. Wer freundlich ist, kommt weiter. Hasi. Kannst du mal weggehen? Ja, das musst du schon machen. Ach so. Wärst du so nett und würdest uns deinen Namen verraten? Jetzt hatte ich keine Lust mehr. Dann mache ich es. Meine Damen und Herren, ich darf vorstellen... Frederik! Frederik, bist du mal so nett, nimmst deine Hand aus meinem Gesicht? Bist du Tierarzt? Nein. Dann nimm deine Hand aus meinem Hintern. Ja, jetzt, wo wir mal drüber gesprochen haben, denke ich mal drüber nach. Frederik, mein Name ist Frederik. Und weiter? Hetz mich nicht. Du sollst jetzt deinen Nachnamen sagen. Ganz. Ja. Ich heiße Frederik Freiherr von Furchensumpf. Das ist adlig. Ja. Mein Vater ist ein Adler. Ja, ja. Da guckst du. Ja, ja.
Und deine Mutter? Fasan. Ja. Das kann man im Ansatz sogar noch erkennen. Sag mal, Sascha. Ja? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein echt guter Bauchredner bist? Nein. Dann frag dich mal, warum. Das reicht.